Freunde aus der Region Hannover. Ich find's ja süß. In den letzten Tagen schreibt der eine: Ich vermisse deine Videos, geht's dir gut? Dann der andere: Bist du krank? Also ist ordentlich was los. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, den Rest der Ferien noch zu nutzen hier in Niedersachsen, etwas vorzubereiten, was eigentlich erst im Herbst, Winter zu tragen kommt. Ich habe eine Reihe von Vorträgen, hat man bei mir gebucht in Bezug auf Neophyten und Neozoen. Ich habe es ja schon mal in einem anderen Video erklärt, was das ist. Es sind eingeführte Pflanzen, die sich bereit machen im Bereich Pflanzen und Tiere, die sich bereit machen im Bereich unserer Natur. Dazu bin ich jetzt mehrfach gebucht worden. Das ist eine ganze Serie, und zwar im Herbst, Winter. Was muss ich dazu aber jetzt machen? Natürlich, ich muss jetzt das Material dafür sammeln. Und das mache ich in Form von mehreren kurzen Videoabschnitten. Und einen hänge ich jetzt an dieses Video am Ende dran, dass ihr so einen kleinen Überblick kriegt. Dann braucht ja nicht jeder reingucken. Am Ende des Videos geht es halt einmal kurz um Neophyten. In dem Fall um die kanadische Goldraute. So, komme ich jetzt zum Wesentlichen erstmal. Hier ist das ursprüngliche Sorgenkind. Könnt ihr euch erinnern? Das ist der Weißdorn, den ich kurzfristig umpflanzen musste, der aber war eine Abmoosung dran. Es gab einen Kallus, ziemlich groß, und eine Wurzel. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, also mehrere Austriebe, ich soll ja nicht zählen, hat man mir gesagt. Dann habe ich hier unten weiße Wurzeln, die so ganz langsam hervorlugen. Ich würde sagen, der hat es gepackt. Der kommt über den Berg, aber wir haben ja noch eine weitere Abmoosung, die ich zeigen wollte, was da in der Zwischenzeit mit passiert ist. Das ist ja nun 2 Wochen her, ja, 2 Wochen etwa. Und die stand ja nun mitten in der Hecke, und in der Hecke hatte sie kein Licht. Was daraus geworden ist, zeige ich jetzt mal. Es ist unschwer zu erkennen. Der Weißdorn macht seine erste eigene Photosynthese, nachdem er innerhalb der Hecke ewig nur dunkel gestanden hat und gar nicht treiben konnte. So, diese beiden Pflanzen will ich nur als Beispiel nehmen für das, was möglicherweise noch kommt. Ich bin zwischendurch auch wieder im Emsland gewesen. Das werdet ihr aus dem Abschnitt, den ich einblende, nachher noch sehen. Und hier haben wir das erste Ergebnis. Das ist grün, und zwar fast überall an jedem dieser Zweige und selbst an dem noch nicht zu sehen ist, ergeben sich bereits leichte Erhebungen, die deutlich grüner werden. Das ist eigentlich nicht der Grund, aber zeigen wollte ich sie kurz noch. Die beiden hier, die beiden Weißdorne, die, ja, wo ich sagte, so Wackelkinder. Dadurch, dass eben noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt waren. Was anderes aber, erinnert ihr euch an die Zwille? Die Zwille, die wir gefüllt haben mit Epoxidharz. Dem einen oder anderen mag was dämmern. Die ewig zugucken oder immer zugucken, werden es wissen. Die kommt jetzt als nächstes. Ich sage es schon mal vorab. Epoxidharz gibt es für mich jetzt nicht mehr beim Füllen von hohlen Stämmen. Aber es ist eben ein Acer campestre. Das Schöne an diesem Baum war ja von Anfang an eigentlich ein wunderschönes Lebari. Da ist auch jede Menge Gras drin. Das muss ich auch eben entfernen. Das obere Stockwerk ist komplett abgestorben. Also im Grunde würde ich sagen, so ab dem Zeitpunkt, wo
das Epoxid gewirkt hat, eigentlich ziemlich tief. Das heißt, es war vielleicht doch zu heiß, wie einige das vermutet hatten, als ich es gefüllt habe. Was mache ich jetzt mit dem tollen Ansatz von den Wurzeln, mit diesem Baum? Also für mich ist der im Herbst dran, erstmal rauszunehmen, möglicherweise was abzuschneiden, vielleicht auch den Stamm komplett auszuhöhlen. Aber habt ihr Ideen dazu? Jeder einzelne Ast hier kommt eigentlich relativ tief hier unten raus und ein Teil eben auch aus den Wurzeln und nicht unbedingt aus dem Stamm. So, und das, was aus den Wurzeln kommt, ich glaube, das kann ich jetzt schon mal wegmachen, denn den Stamm, das ist ja eigentlich das, was ich haben wollte und erhalten wollte. So, Wurzeln. Wurzelschößlinge, da sind sie. Das macht der Campestri ja sowieso immer, der Feldahorn. Da muss man ja sowieso immer mit rechnen. Aber vielleicht ist so auch besser zu erkennen, was ich mit einem Debari dieser Art meine. Vielleicht ist ja auch eine Art Tropfen oder sowas möglich. Ich werde das als Anlass nehmen, hier diesen Baum noch mal richtig unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was hier noch möglich ist. So, mal gucken, könnt ihr das soweit erkennen? Sonst ziehe ich das Bild ein bisschen größer. Hier unten, die Basis ist einfach fantastisch. Und die geht rundum. Er hat im Garten hier einiges an Wurzeln gemacht. Und ich hadere jetzt damit. Hier oben, die Zwille ist hier oben tot. Und wie weit das Ganze runtergeht, weiß ich nicht. Wie weit ich noch was anfangen kann mit den Ästen, die hier rausstehen. Außer, dass ich sie jetzt vielleicht nochmal ein bisschen power und dann hier eine Bohrpropfung mache im Frühjahr. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, die mir gerade jetzt durch den Kopf geht. Vielleicht gar nicht so schlecht. Das müssen wir mal sehen. Also, ich warte auf eure Vorschläge. Ja, brechen lässt sich der aber nicht. Das ist hier, fällt die Rinde ab. Hier auch. Aber das ist es noch nicht. Gut, kommt der andere. Da es sowas ganz selten gibt, dass man diese beiden gegenüberstellen kann, kann ich euch den mit Zementfüllung mal zeigen, was der macht. Ihr wisst ja, den habe ich mit Schnellzement, Bastelzement eigentlich, gefüllt und der hat wusch ausgetrieben wie verrückt. Da will ich jetzt einfach nur den Blick auf den Stamm wieder erleichtern. Nehme ein bisschen was weg. Von dem, was hier ganz unten rauskommt, weil das doch zu sehr den Stamm bedeckt. Also, schon mal alle, die zugucken, der ist noch da. Wenn jemand sich daran versuchen möchte, schreibt mich an. Oder von mir aus ruft mich an. So, ich werde alles, was hier zu tief unten steht, was die Sicht auf den Stamm und auf den Habitus hier der unterschiedlichen Stämme in Zukunft verhindern würde, das schneide ich raus. Außerdem haben die hier, diese neuen Triebe hier, ganz kleine Internodien, die sind sehr nah beieinander. Und dann werden sie plötzlich lang. Und dieses plötzlich lang, das nehme ich jetzt auch schon mal weg. Auch jetzt noch im Juli, Ende Juli. Denn, wie gesagt, das ist ein Campestre. Außerdem, falls wirklich sich noch jemand entscheidet, dass ich den ihm zuschicken soll,
dann muss er natürlich auch ein entsprechendes Format haben, dass er verschickt werden kann. So, hier haben wir, zeige ich euch mal eben, hier haben wir den Hauptast hier oder den älteren Ast und darunter einen Ast, den darunter, den mache ich weg. Der hat dieselbe Richtung, die laufen parallel zueinander, das ist nicht in Ordnung. Außerdem wächst hier der Kalle schon sehr schön. Das heißt, der darf mehr machen hier oben. Hier haben wir dann den nächsten. Der geht schon mal eindeutig hier über den zweiten Stamm. Den werde ich nicht ganz wegnehmen, sondern auch auf die nahesten Internodien gehen und da wegnehmen. Dann kommt hier noch dieser raus, dann fülle ich hier diese Seite noch raus. So, sollte nun ganz kurz sein und ja, ich lebe noch und ich bin mitten in verschiedenen Projekten, die mit Sicherheit kurzfristig erscheinen werden. Ich kann euch schon mal sagen, es gibt einige Abmoosungen, die bereits Wurzeln zeigen. Über eine bin ich ganz besonders froh, aber die werdet ihr alle sehen. Der Kallus wächst übrigens hier auch sehr gut über dem Beton oder der Zementfüllung hier. An der Rinde hier ist nichts kaputt gegangen. Der Fuß ist also einfach super. Also sehen wir bald entweder noch mehr oder ein Foto von jemandem, der den übernommen hat und ihn weiter kultiviert. So, das war jetzt erstmal das, was ich heute loswerden wollte. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich am Wochenende gemacht habe. Einen Teil davon zumindest. Da habe ich ein paar Aufnahmen schon zusammengeschnitten. Das ist eine Kleinigkeit von ein paar Minuten, so dass ihr so eine Vorstellung davon habt, was für ein Aufwand das ist. Denn wenn jetzt im Sommer irgendwas passiert, was ihr sehen wollt, wenn man einen Vortrag hört, möchte man auch was sehen. Und ich nehme meinen Laptop immer mit und zeige dazu immer Sequenzen. Sequenzen, die ich im Sommer aufgenommen habe. Und da muss ich natürlich mich sputen. Der Sommer ist fast zu Ende. Oder die Sommerferien sind fast zu Ende. Und da bei mir kommen dann auch häufig mal ein paar Fahrten und so weiter dazu. Deshalb seht es mir nach, wenn die Videos im Moment nicht gerade in großer Schwemme kommen. Das alles kommt noch wieder. Aber schaut erstmal rein, ob euch das Thema überhaupt interessiert. Ansonsten war das bis hierhin schon mal das Video, was ich heute kurz loswerden wollte. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. So ganz ohne kann ich euch auch nicht im Regen stehen lassen. Ihr wisst ja, die Albtraumschale. Da ist sie wieder. Und die ersten Spitzen fangen an zu wachsen. Das heißt, das Bäumchen hat es gut überstanden. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und jetzt geht es weiter. Hier haben wir jetzt einen Plagegeist unserer Gärten. Kanadische Goldrute. In den 70er, 80er, 90er Jahren wurde sie eingeführt als Blühpflanze. Mit einem schönen gelben Schopf. Und dieses Stück hier gehört zu meinem früheren Elternhaus oder zu meinem Elternhaus. Und meine Mutter konnte das in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr bewirtschaften. Und aus der Goldrute ist ein ganzes Beet geworden, was zum Beispiel den Lavendel so langsam erstickt. Lavendel, Salbei, Oregano. Hier haben wir noch den Gewürzlorbeer und solche Sachen. Das war hier alles so angebaut. Und diese riesen Staude nimmt jetzt alles in Anspruch. Hier unten drunter ist kaum mehr was möglich. Deshalb muss ich jetzt ein paar Sachen holen. Eine Heckenschere.
erstmal oben alles, was blüht, abschneiden, damit es nicht zur Samenbildung kommt. Und dann muss ich mühseligerweise Stück für Stück von diesen enormen Wurzelballen ausgraben. Ich werde das ganz kurz im Video mitverfolgen, nur angedeutet. Arbeit genug, aber so lange hält kein Akku. Okay, let's start. Hier kann man sie noch mal genauer sehen und werden auch ganz gut besucht von Insekten. Aber der Kollateralschaden, sagt man so schön, sind andere Kräuter, Blumen, sowas, die ja keinen Freiraum mehr haben. Mittlerweile geht die Rispe im hinteren Ende mir über den Kopf. Das bedeutet, sie ist höher als 1,90 Meter. Und es ist so dicht gewachsen, dass nichts anderes wirklich noch Platz hat zu wachsen bzw. irgendwie zur Geltung zu kommen für Insekten oder auch nur um gesehen zu werden als Zierpflanzen. Das ist an dieser Stelle vorbei. Das werde ich aber ändern. Dazu brauche ich allerdings eine Heckenschere und ich werde unterhalb der Blüten alles abschneiden. Auch wenn das jetzt im Moment so aussieht, als wenn man den Insekten hier Nahrung nimmt, öffnet man damit nach unten wieder die Pflanzen, die für die Insekten hier wichtig sind. So, wie werde ich es wieder los? Indem ich erstmal den Stecker reinstecke. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel. Das muss ich noch schön raussuchen. So sehen die Rispen aus. Sie sind noch nicht aufgeblüht. Können also noch keinen Samen beinhalten. Aber das ist auch nicht alles. Ich muss mal gucken, wie die Wurzeln aussehen. Sehr massiv. Man kann es schon erkennen. Diese Wurzel hier stammt von einer der anderen Pflanzen und daraus kommt die neue. Das heißt also, das müssen wir komplett entfernen. Ich denke, ich werde jetzt erstmal
alles kappen, hier oben entsorgen, damit nichts Neues sich aussät und im Herbst die Stauden entfernen. Ja, Ende Juli ist das schweißtreibend. Also, oberirdisch vermehrt sie sich durch Samen und unterirdisch durch Rhizome, also Wurzeln, die sich unterirdisch verbreiten. Also extrem schwierig, das Zeug wieder loszuwerden. Und im Grunde eine Dummheit gewesen, sie überhaupt anzubauen.